großer Bahnhof im Altöttinger Rathaus. Zu Ehren des 60. Geburtstags des Altöttinger Stadtoberhauptes Stefan Antwerpen kamen zahlreiche Gratulanten und Weggefährten, um den Jubilar hochleben zu lassen. Allround TV war mit Moderator Philipp von Wartburg mit der Kamera dabei. Herzlich willkommen zur heutigen Feier des 60. Geburtstags unseres lieben und geschätzten ersten Bürgermeisters Stefan Antwerpen. Auf alle Fälle können wir heute sagen, du bist ein absolut nachhaltiger CSU-Bürgermeister. Und ähnlich wie dein Vater, mein Apfel fällt nicht weit vom Stamm, heißt es immer, wurdest du ein grüner CSUler und Gott sei Dank kein schwarzer Grüner. Ich wünsche dir nochmals alles, alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Wie würde ich dich beschreiben? Lieber Stefan, du bist einerseits sehr liberal. Das sieht man schon daran, dass du es zulässt, dass ein Neuöttinger als erster ein Grußwort in Altötting bei deinem Geburtstagsempfang halten darf. Aber du bist, sage ich, liberal im richtig verstandenen Sinne. Und zwar nicht in dem Sinne, dass du liberal so definierst, dass du alles toll findest, dass du alles akzeptierst, dass du beliebig bist, sondern du bist einerseits liberal, du bist andererseits aber auch, und das zeichnet dich aus, auch sehr wertkonservativ. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz besondere Kombination, einerseits einfühlsam, empathisch zu sein, andererseits aber trotzdem durchsetzungsstark und zielstrebig zu sein. Normalerweise ist es ja so, wenn man zu einem Geburtstag geht, dann ist man schon immer ein bisschen gespannt vom Jubilar. Was erfährt man euch jetzt vielleicht so von früher? So spannende Anekdoten, das ein oder andere, vielleicht einen Schwank aus der Jugend. Und bei dir heute nix. Gar nix. Und wir haben natürlich alle unsere Gedanken gemacht und ein bisschen rumgehört und rumtelefoniert. Und unisono kam die Rückmeldung, nein, mein Stefan Antwerpen, das ist eigentlich... Gibt's nix. Ja. Selbst, dass du erst zu spät zur CSU gekommen bist, habe ich erst jetzt erfahren. Und insofern gibt's ja da nur zwei Möglichkeiten. Also das eine ist, hängt sicherlich damit zusammen, dass du, auch wenn man es dir nicht anzieht, dann doch schon 60 bist und keine Spuren hinterlassen hast in den sozialen Medien. Das ist ja etwas, was die heutige, jüngere Generation dann doch wahrscheinlich dereinst bei ihrem 60. Mal einholen wird. Du bist jetzt nicht zwingend der Digital Native und nicht in jungen Jahren schon konfrontiert gewesen mit irgendwelchen Profilen auf Social Media. Insofern gibt es hier auch keine Zeugnisse über das, was man dich heute vielleicht lustig machen könnte. Das ist sicherlich der eine Grund. Und der andere ist, also entweder gibt es wirklich nichts oder du hast so eine Art Glaubensgemeinschaft um dich versammelt und zu einem Schweigegelübde verdonnert, zu einem Schweigeorden. Das scheint ja irgendwie dann auch nicht allzu schwer zu fallen, weil anscheinend ist das ein absolut unbescholtenes Leben. Also bin mir nicht sicher, ob von der heutigen Geburtstagsfeier dann als nächste Folge gleich die Heiligsprechung ansteht, weil wenn es so überhaupt nichts gibt mit 60, dann ist das schon bemerkenswert, aber vielleicht auch in besonderer Weise passend für den Bürgermeister des Gnadenortes, des Wallfahrtsortes Altötting. Ich wünsche dir, lieber Stefan, als heutiger Jubilar alles, alles Gute. Vielen Dank für deinen Einsatz für die Stadt Altötting, für den Landkreis. Vielen Dank für unsere Freundschaft. Und viel Elan und Dynamik für all das, was zu Hause auf dich wartet. Ja, was sagt man jetzt einem Bürgermeister, der 60 geworden ist und wo die nächste Wahl weniger als 3 Jahre weg ist? Ja, früher war es so, dass wenn so ein Fall eingetreten ist, dann hat man gewusst, die nächste Wahl ist die letzte. Ja? Das ist aber jetzt nicht mehr so. Ja, also jetzt ist auch für hauptamtliche Bürgermeister nach oben alles offen. Also das heißt, du kannst dir überlegen, ob du es noch 3 oder 4 oder 5 Mal, willst 5 Mal nicht mehr, aber ein paar Mal machen willst. Also das ist jetzt eine neue Regelung, die der Freistaat Bayern so eingeführt hat. Die meisten wissen, glaube ich, nicht,
warum das der Martin Huber, warum das der Markus Söder gemacht hat. Und zwar deswegen, also bitte die neuen Bürgermeister aufgepasst. Und zwar deswegen, weil ihr ja, also die neuen, angetreten seit 2000, also im 2020 im März und am Tag nach der Wahl war der Lockdown da. Also da ist praktisch nichts mehr gegangen und zwar ein paar Jahre. Und ihr habt eigentlich seid verzogen worden. Ja. Dahingehend, also vielleicht manche hat gemeint, das geht jetzt immer so weiter. Also dass man das Bürgermeister sei eigentlich ein ganz schöner Job ist, gell? Weil da hat man kein Wochenende und keinen Abendtermin. So war es in der Corona-Zeit. Aber um das jetzt praktisch aufzuholen, da hat der Freistaat Bayern das nach oben offen gemacht. Also, ja, also das nicht zu gut wegkommt dann mit der Gesamtarbeitszeit. Gratuliere dir nochmal zum Geburtstag und wünsche, dass du gesund bleibst und dass du dein Amt weiterhin so gut ausübst, wie du es bisher gemacht hast. Danke, alles Gute. Du machst gerne kleine und große Bergtouren und immer dabei ist eine schwere Kameraausrüstung, denn du willst ja keinen Moment vergessen. Du bist weltoffen und an allem und jeden interessiert. Hast Ziele für deine Stadt und dich, wo dich dein weiteres Leben hinführen soll. Und du hast ein großes Herz. Wir können über das Alter resignieren oder auch nicht. Letztlich hängt alles davon ab, wie wir uns selber sehen wollen. Im Herzen und Kopf jung zu sein, ist nicht einzig eine Frage unserer Lebensjahre, es ist einzig eine Frage unserer Einstellung. In diesem Sinne nochmal alles, alles Gute und ja, wie gesagt, viel Glück. Das darf ich dir geben. Das muss ich nur noch zu sagen. Danke schön. Sehr gerne. Darf ich dir das geben? Ja. Und das muss auch noch. Wir lachen den eure neuen Maschinen da draußen. Ihr habt ja jetzt einen riesigen Maschinenpark in der neuen Bauabteilung. Was? Was, Sie haben einen abgeschnittenen Finger an der Kreissäge gefunden und meinen, der kann dem Stefan Antwerpen kehren? Sag ihm den so ins Gefrierfach da, bis der Stefan mit den Luftpumpen da ist. Ja. Ich weiß es nicht. Herr Berndl, haben Sie es gehört? Ja. Ja, ins Gefrierfach vom Kühlschrank. Was? Da sind lauter Leberkassemen drin. Ja, wurscht, legen Sie einfach dazu. Passt schon. Ja, für Gott. Nein, mit dem Stefan machst du was mit. Also, ihr seid doch nicht ganz dicht da heraus. Abgeschnittener Finger, Leberkasse mit eingefroren. Mir gelangt es jetzt, ich gehe. Stefan Antwerpen, das Geburtstagskind, Entschuldigung, Geburtstagserwachsener des heutigen Tages. Ja, wie fühlst du denn? Ja, ich fühle mich eigentlich jetzt nicht anders wie gestern oder vorgestern. Es ist natürlich schon spannend und wie viele Leute kommen und was über einen so geredet wird. Aber es ist rundum ein wunderbarer Tag, ganz toll vorbereitet von meinen Mitarbeiterinnen und natürlich auch von meinem Umfeld, von der zweiten Bürgermeisterin. Und bin einfach dankbar. Ja. Und es ist toll. Jetzt habe ich schon gemerkt, du triffst es gerne so ein bisschen in die politische Schiene ab, wenn man dich was fragt. Aber jetzt mal, wie sagt man so schön in Bayern, Butter bei den Fische. Gell? Was sind denn so deine Erkenntnisse der letzten 60 Jahre? Einfach mal ein, zwei Sätze. Die letzten 60 Jahre waren sehr schöne Jahre. Es hat vieles gepasst. Ich würde auch vieles wieder genauso machen. Natürlich sind auch schwierige Momente, Schicksalsschläge dabei gewesen, die aber, ich sehe das so, mich weitergebracht haben, mich geformt haben, und aber mich nicht aufgehalten haben. Und das ist auch, glaube ich, im Sinne der Personen, die da betroffen waren, die mich nicht runtergezogen haben, sondern mich gestärkt haben und mir eigentlich die Kraft gegeben haben, dass ich nach vorne schaue und immer wieder den Optimismus finde für die nächste Zeit. Apropos nach vorne schauen, wir haben einiges gehört, Natur, Hobby, rausgehen. Du weißt, was eine Bucketlist ist.
Was eine? Eine Bucketlist, eine, so eine To-Do-Liste für ja. die Zukunft. Für die Zukunft, eine To-Do-Liste für die Zukunft. Die zwei wichtigsten Punkte. Muss es privat, oder? Ja, nur privat. Weil von der Arbeit her habe ich einige Dinge, die wir vor der Brust haben und wo ich total spannend finde. Für mich persönlich, dass ich einfach hin und wieder mal den Moment habe, meinen Hobbys wieder nachzugehen. Ich bin im letzten Winter leider nicht zur Skitour gekommen. Ich schätze es sehr. Und zwar nicht unbedingt das Runterfahren, sondern das Raufgehen, die Stille dabei, wo man so in sich reinhört und zu sich findet. Und das ist sowohl beim Skitourengehen als auch beim Berggehen, aber auch beim Joggen durchaus immer wieder kraftgebend. Und das möchte ich wieder hin und wieder einfach schaffen, dass ich da mal mich loseise. Also ich finde es super, Stefan, auch vielen Dank. Für die Einladung. Ich wünsche dir natürlich alles Gute für das nächste Jahrzehnt und alle anderen, die da noch kommen werden. Und eines hast du auf jeden Fall erreicht. Und mit einem kleinen zwinkernden Auge sage ich, du hast eine eigene Wäscheklammer. Und da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. Ja, genau. Ja, meine Kinder gemacht, finde ich ganz toll. Ich danke dir, Stefan. Danke.